Welt, ich grüße euch. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in Sachsenhausen, in meinem großartigen Lego-Lädchen. Es ist ein Fest, kommt gerne vorbei. Wir haben hier tolle Sachen. Natürlich möchte ich euch zum Start ein frohes neues Jahr wünschen. 2015 hat begonnen, die erste Woche war schon grandios. Es wird genauso weitergehen, es wird noch toller als das vorangegangene Jahr. Auch wenn man es kaum glauben mag, aber ich bin davon fest überzeugt. Draußen ist es ein bisschen diesig, es ist dunkel und kalt und regnet und manchmal schneit sogar. Ist gar nicht schön, aber hier drin ist es umso hervorragender, würde ich fast sagen. Deswegen kommt vorbei, wir gucken uns tolle Modelle an. Während ich durch meinen Laden schlenderte, durch diese heiligen Hallen, habe ich einen Freund von mir entdeckt. 9396 Technik-Helikopter von 2012, gut 1050 Teile, eine Pracht. Ich habe den euch noch gar nicht vorgestellt. Das ist eine Schande und das möchte ich natürlich schnell wieder gut machen. Deswegen jetzt ein paar Features über dieses hervorragende Modell. Er steht hier, je nachdem wie lange, das weiß ich natürlich nicht. Deswegen kommt schnell vorbei und guckt ihn euch an. Dann können wir gemeinsam nochmal wirklich vor diesem Modell stehen und uns freuen, dass es es gibt. Ihr könnt es natürlich auch gerne kaufen dann. Ein paar tolle Features. Er ist groß. Technik üblich, er ist stabil. Verbindungssteif. Wunderbares, wunderbares Modell. Große Rotorblätter, Sonderteile. Wirklich tolle Rotorblätter, machen mir viel Freude. Ansonsten die üblichen Technik-Heldenhaftigkeiten, die er so ein Modell hat. Ich zeige euch mal kurz ein paar von den Key-Features. Hat nämlich 4 Stück. Er ist ready for Power Functions, das heißt, ihr setzt einen kleinen Motor dran oder einen großen, je nachdem wie ihr wollt, und eine Batteriebox und es geht los. Ist extrem gut vorbereitet. Hier oben ist eine kleine Stange, vielleicht seht ihr die. Da steckt man den Motor dran. Und hier unten, das seht ihr auf jeden Fall, ist die Aussparung für die Batteriebox. Hier sind auch schon die Pin-Verbinder gesetzt. Rein, zu, fertig. Läuft. Sofort. Das Ding ist wirklich ready for Power Function. Also da muss nichts mehr umgebaut werden in irgendeiner Form. Ein sehr schönes Modell. 4 Features haben wir, die jetzt aktuell noch über, Moment, ich komme hier mal dran, über dieses Rad hier bedient werden. Und über diese Hebel hier kann man auswählen, welche der Funktionen man jetzt gerade mal antesten möchte. Ich fange einfach mal an. Es ist ja eigentlich ein Rettungshubschrauber. Und der Rettungshubschrauber hat natürlich eine Winde, um irgendwelche Leute, was auch immer, in Seenot, Kisten hochzuschleppen. Dann gibt es dann hier eine Kurbel dazu, an der dreht man und schon geht die Winde runter. Seht ihr das gut? Ja, seht ihr. Und man kann es auch wieder hochkurbeln. Na, wer kann man von der Winde eigentlich nicht verlangen. Dann gehen wir mal rüber, schalten wir rum und dann, Gott, ich kurbel mir jetzt wahrscheinlich wieder einen Ast, wahrscheinlich erstmal in die falsche Richtung, wie ich mich kenne. Ja, genau. Hier hinten ist eine Klappe und die öffnet sich. Eine kleine Ladeluke. Super. Und die öffnet sich auf Base ganz runter. Und dann kann man etwas einladen. Spitzenklasse. Wenn da eine Batteriebox ist, ist der Ladeboden auch tatsächlich geschlossen. Also dann fällt da auch nichts durch. Momentan ist da nämlich ein Loch, so ein bisschen schlecht was einzuladen. Aber das wird schon klappen. So, dann kurbeln wir das wieder hoch. Dann haben wir diese Funktion schon mal geklärt. Auf der anderen Seite ist auch so ein Hebel. Den drehe ich mal rüber. Und jetzt kurbel ich richtig. Aber... Und natürlich erstmal wieder in die falsche Richtung, weil ich es mir nicht merken kann. Und ihr seht, zack, das Ding geht in die Knie. Denn dieses Fahrwerk, ich mache es mal, während er hochgehalten ist, kann man einfahren. Spitzenklasse, oder? Fahrwerk eingefahren. Ich meine, die gucken da gerade noch so ein bisschen raus, aber wir sind deutlich reingefahren. Und dann können wir da wieder rausdrehen. Und wir müssen das Ding ordentlich rausdrehen, damit er auch über diesen Punkt hinübergeht, dass die nicht von alleine wieder reinfahren, sobald man den hinstellt. Weil wird er wieder reinklappen. So ist er jetzt über den Punkt. Jetzt steht das Ding wieder richtig stabil, kann man ordentlich belasten, wie man es von Technik gewohnt ist. Und zu guter Letzt, und das ist natürlich toll, und ich zeige es euch mal so rum, damit ihr auch den Heckrotor, so heißt das Ding doch, seht, kann man natürlich die Propeller drehen. Ist das schön? Großartig. Ich werde tatsächlich oft gefragt, ob er fliegt. Nein. Ein schöner Helikopter. Und er hat noch 2 Features, die habe ich bisher noch gar nicht erwähnt. Die sind jetzt nicht direkt an die Power Functions gekoppelt, aber sie sind trotzdem toll. Zum einen hat er Schiebetüren. Schaut her, Schiebetüren auf beiden Seiten. Ein ganz einfaches Konzept, aber wirklich schön gemacht. Tolle Schiebetüren. Auf der anderen Seite auch. Ihr werdet von dem Effekt begeistert sein. Die Tür geht auf. Die Tür geht zu. Toll. Und jetzt kommt etwas, das finde ich wirklich schön. Die Helikopterprofis unter euch können mir genau sagen, wie man das nennt. Ich weiß es nicht. Man kann den Anstellwinkel, Sturz, was auch immer, der Rotorblätter verändern. Guckt. Seht ihr das? Klar. Das ist ein so tolles System. Ein Mechanismus, das hier oben aufzubauen, ist wirklich ein Spaß. Ein großer Spaß. Man versteht nicht wirklich, was man tut, wenn man da in der Anleitung wühlt und das nachbastelt. Aber dann am Ende, wenn man es zusammengebaut hat, denkt man sich, klasse. Ich gehe mal davon aus, Lego hätte das Feature weglassen können. 99% der Leute hätten es nicht vermisst. Aber die Helikopter mögen, finden es wahrscheinlich ganz großartig. Und seit ich das Feature kenne, finde ich es auch toll. Möchte ich auf jeden Fall nicht missen. Ein tolles Ding. Und wie gesagt, kleiner Hebel hier, der ist auf beiden Seiten. Einmal hier, einmal da. Toll. Blaue Techniksitze, wie sich das gehört, sind natürlich auch dabei. Und er steht hier und er ist ein guter Freund von mir. Er ist groß, er ist schön, er hat schöne Teile verbaut. Gelb-rot, ganz klassisch, ganz wunderbar.
Und es ist halt nicht der 500. Bagger, sondern ein Helikopter. Finde ich eine schöne Sache. Momentan gibt es ja das große Frachtflugzeug, das möchte ich euch auch unbedingt nochmal vorstellen. Der ist auf jeden Fall sehr schick hier. Er macht mir Freude, von 2012 leider nicht mehr zu bekommen. Ich habe ihn jetzt hier so aufgebaut stehen. Klare Sache, könnt ihr natürlich so kaufen. Oder auch einfach mal vorbeikommen und ihn mal angucken, weil wir möchten ihn vielleicht mal gesehen haben, vielleicht ja selbst nachbauen, was auch immer. Ist mir auf jeden Fall eine Freude, wenn ihr vorbeikommt. Ansonsten, wie gesagt, nochmal ein gutes Jahr und dann bis bald. Macht's gut.